Welcome back zu Let's Play Zelda The Minish Cap Part Nummer 5. Und der fünfte Part beginnt damit, dass ich der riesigen Raupe in den Hintern trete. Schauen wir mal, wie das hier läuft. Okay, sie bewegt sich. Au, das war jetzt nicht beabsichtigt. Setze das Schwert ein. Oder auch nicht. Fühlst du wohl? Geht doch. Okay, ich habe sie jetzt getroffen. Und was jetzt? Oh oh, jetzt ist sie aggressiv. Mami! Ah, geh weg von mir! Ah. Ich habe da so eine Idee. Okay. Es funktioniert also, wenn ich hinten ihren Schwanz treffe. Wenn ich erstmal ihren Kopf getroffen habe. Ah, shit! Oh, nein! Die ist aber ganz schön hartnäckig. Geh bloß weg. Mensch, die können ja richtig aggressiv werden. Und das Ganze nochmal! Oh, sie explodiert! Und es erscheint eine riesige Kiste. Was ist wohl in dieser Kiste drin? Und es ist ein magischer Krug. Ich habe einen magischen Krug gehalten. Was kann dieser magische Krug? Drücke den Knopf, um den Sog zu aktivieren und lass ihn los, um das auf Angesaugte wegzuschießen. Lege das Item in Item-Menü auf A oder B. Ich kann damit also was ansaugen? Das klingt interessant. Vielleicht sollte ich das mal ausprobieren. Nein! Was? Ja, so gefällt mir das besser. Nee. Ich will hier wieder raus. Lass mich raus! Ah. Okay. Oh, okay. Ein Herzteil erhalten. Jetzt hast du zwei Herzteile, noch zwei und du hast ein Herz mehr. Oh. Okay, dann habe ich da ein bisschen was falsch in Erinnerung behalten. Ich glaube, das war bei irgendeinem anderen Zelda-Spiel, dass man die Spinnweben anfackeln konnte und sie verschwinden. Und ich kann nicht sie einfach aufsaugen. Ist doch auch praktisch. Ich gehe einfach den Weg zurück, den ich gekommen bin. Wie kann ich dann diese Dinger hier auch aufsaugen? Das probiere ich jetzt mal aus. Cool. Okay. Ey, da ist ja ein Schalter. Was sich nicht so entpuppt, wenn man mal was wegsaugt. 10 mysteriöse Muscheln erhalten. Wozu sie. Was? Wozu so etwas für gut ist? Ja, das frage ich mich auch gerade. Schieben wir mal den ein bisschen hier so durch die Gegend. Was passiert jetzt? Ich glaube, das ist ein Portal, was. Portal. Ich habe ihn voll aufgesaugt. Das ist witzig. Nur das! Oh yeah. Jetzt gehe ich mal hier runter. Oh, ich glaube, hier unten war gar nichts mehr. Kann ich irgendwie diese Kiste ansaugen? Wie? Hm.
Heißt das, ich muss jetzt wieder zurückgehen? Also ganz zurück? Weil ich kann mich daran erinnern. Entsinnen. Wie auch immer. Ja, noch mehr von den mysteriösen Mischeln. Also ich kann mich zumindest erinnern, dass ganz vorne am Eingang noch Eingänge waren, die durch Spinnennetze versperrt waren. Aua! Könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen? Meine Güte. Jetzt gehe ich einfach mal hier durch. So, hier war ich jetzt... Ach so, da war ich ja schon. Also gehe ich jetzt einfach mal hier durch. Wohl. Stimmt, hier war ja auch noch. Oh yeah! Klasse. So ein Pech. Ohne passendes Transportmittel kommen wir hier nie weiter. Hat doch geklappt. Was willst du eigentlich? Oh. Okay. Oh, das war schon wieder zu weit. Und dann so. Ui! Erstmal über den Wasserfall. Das ist doch auch eine lustige Art, sich fortzubewegen. Geh bloß weg. Mach eine Biege, okay? Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt lang muss. Ich probiere es jetzt erstmal in die Richtung. Gott! Okay. Ich kann gleich wieder umdrehen. Ich habe eh keinen Schlüssel für diese Tür. Ja. Also probier es mal. Oh, das war schon. Oh, Alter, bloß weg mit dir. Nein! Nein! Oh Gott, was machst du denn? Schubst der mich einfach ins Wasser, ey. Also probier es mal hier lang. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt? Ups, falsche Richtung. Falsche Richtung! Wo willst du hin? Oh, eigentlich wollte ich... Ich wollte gerade sagen. Da komme ich doch gar nicht... Also ich glaube, da komme ich nicht ran. Lang. Die versperren mir so ein bisschen Weg, den Weg, diese... Fort-Dinger da. So. Hier sind wieder ein Haufen Krüge. Die ich aber nicht alle kaputt haue, weil einen davon brauche ich sicher. Und ich nehme den hier. Ui, die Dinger sind weggegangen. Also das nenne ich mal einen eleganten Sprung. Mit Rolle zurück aufs Blatt gesprungen. Das nenne ich mal ein Talent. So, jetzt kann ich hier durch. Jetzt aber schnell. Jetzt stell ich mal. Jetzt bin ich wieder hier? Was soll ich. Oh. Achu. Ach, jetzt erinnere ich mich wieder, wo ich gelandet bin. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie ich an diese Kiste rankomme. Das Geräusch ist sehr lustig. Ich find's witzig. Oh, ein kleiner Schlüssel! Und ich weiß auch schon genau, an welcher Tür ich den ausprobiere. Schnell zu der besagten Tür zurück. Ups, falsche Richtung.
Auf geht's! Ich kann es schaffen. Oh, nein, 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 falsche Richtung. Falsche Richtung. So, jetzt hier so rum. Und hier fallen schon wieder die Schnecken von der Decke. Das gibt's doch gar nicht. Ja, aber sie landen alle im Wasser. Und ich lande auch im Wasser. Ist so ein paar Zentimeter vom Ufer und ich sauf ab. Das gibt's nicht. So. Oh, da ist ja noch eine. Halt dich mal daran fest. Du sollst dich festhalten. Wo ich glaube, ich muss erstmal auf die Seite. Falls ich da überhaupt rüberkomme. Wirst du wohl darüber springen? Mach mich nicht unglücklich. Ey, sag mal, bist du ein bisschen doof? Ich sauf die ganze Zeit ab. Jetzt ist die gute Frage. Wie komme ich jetzt von hier auf die andere Seite? Ich probiere es einfach mal hiermit. Ah! Aua! Es hat sogar funktioniert. Aber diesmal wollte ich aber nicht so weit fliegen. Fliegen kann ich immer schön sein. So kann man natürlich auch auf andere Seiten kommen. Aua. Ja, es hat geklappt. Großen Schlüssel erhalten. Er öffnet große Schlösser. Ein großes Schloss. Hm. Ja. Gefällt mir gar nicht. Gefällt mir überhaupt nicht. Dieses rote Portal hat nichts Gutes zu bedeuten. Ich gehe einfach trotzdem durch. Oi. Oh, oh, ich ahne schon, das wird böse. Das wird richtig böse. Ich gehe einfach mal hier durch. Aha. Ja. Und da ist auch schon diese... die ich jetzt befürchtet habe, diese wunderbare Tür. Okay, hier komme ich nicht durch. Ich glaube, ich muss erstmal wieder zurück und das mal mit der anderen Tür probieren. Und da ist also die große Tür, zu der mein großer Schlüssel passt. Ich habe auch so dieses dumpfe Gefühl, dass diese Tür mich zu einem Boss führt. Solche Türen führen immer zu einem Boss. Wo sollen sie sonst hinführen? Erstmal die Kiste öffnen. Wenn es überhaupt geht. Warum geht das jetzt nicht? Das funktioniert. Roter Rubin. Wehey. Ey, das gibt's doch nicht. So, jetzt probiere ich es nochmal von der anderen Seite. So. Jetzt von der Seite. Und ich habe es geschafft. Aber die Boss-Tür wird im nächsten Part weiter inspiziert. Also Leute, bis dann. Hin. Seid geduldig. Und seid gespannt auf den Boss. Also, bis dann. Ciao.